Fertig. Was soll das denn sein? Sieht aus wie ein gelbsüchtiges Schlappohrhängebauchschwein. Das hier, das ist die neue Freundin vom Kanohasen. Wie heißt die Freundin vom Kanohasen? Gelbsucht Schlappohrhängebauchschwein. Zwei Ohrküken. Zwei Ohrküken? Zwei Ohrküken. So sieht's aus. Aber Küken haben doch keine Ohren. Ab heute schon. Wie findest du es? Cool. Wie findest du es? Süß. Aber warum hat das Küken Ohren? Weil der Ludo nicht basteln kann? Es hat Ohren, weil es sich die so doll gewünscht hat. Aber warum? Warum was? Warum hat es sich die so doll gewünscht? Ja, weil es so gerne fliegen möchte. Es kann mit seinen Ohren fliegen? Mhm. Aber nur so ab Windstärke 4 bis 5. Und wenn der Wind von Nordwesten kommt, dann stellt sich das Zweierküken hier so hin und wartet auf den Wind. Der kommt von hinten, der geht unter die Ohren, es gibt Auftrieb. Und dann kann es abheben wie ein Flugzeug und fliegt um die ganze Welt. Und kann sich von da oben alles ganz genau angucken. Es war schon in der Türkei, in der Antarktis, in der Lüneburger Heide. Es war sogar schon mal hinterm Mond. Den sind Ohren gewachsen, einfach weil es sich dir so doll gewünscht hat? Ja. Wenn man sich etwas wirklich wünscht, wenn man ganz fest daran glaubt, dass es in Erfüllung geht, dann passiert das auch. Run my hometown.